Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Care in Action Podcasts, der Podcast von Care Österreich. Mein heutiger Gast ist eine liebe Kollegin von mir, mit der ich schon sehr, sehr viele Jahre zusammenarbeite. Das ist Sophia Sprechmann. Hallo Sophia, herzlich willkommen in Wien. Vielen Dank, Andrea. Sie ist die Generalsekretärin von Care International und arbeitet schon seit 25 Jahren für Care in unterschiedlichsten Positionen. Sophia war federführend, als Care International die erste Programmstrategie, das heißt, was wir erreichen wollen mit den ganzen Projekten weltweit, entworfen hat. Und sie ist auch sehr, sehr engagiert, wenn es darum geht, unser Kernthema, die Gleichstellung von Frauen und Mädchen, ins Zentrum unserer weltweiten Arbeit bei Care zu stellen. Sophia ist ursprünglich aus Uruguay und lebt und arbeitet derzeit in Quito. Das ist die Hauptstadt von Ecuador. Doch darüber werden wir uns dann später noch mehr unterhalten. Dieser Podcast wird jetzt aufgenommen, einen Monat lang nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Der Krieg ist zurück in Europa. Europa war die letzten beiden Jahre mehr als beschäftigt mit sich selbst aufgrund der Pandemie. Die hat natürlich die ganze Welt betroffen, aber diesmal eben auch uns. Und das Unfassbare, muss man fast sagen, ist passiert, dass ein ganz brutaler Krieg, der vor allem die Zivilbevölkerung angreift und auch zivile Einrichtungen massiv zerstört, in der Ukraine vor einem Monat begonnen hat. Und das Thema von Flucht und Migration, das für Care immer omnipräsent ist, weil wir einfach in allen Krisengebieten weltweit arbeiten, aber jetzt wieder zurück ist in Europa und mehr als Kopfzerbrechen macht. Und im Vorfeld dieses Podcasts haben die Sophia und ich uns auch drüber unterhalten, dass auch in unseren Familien, ich habe es eh schon an anderen Stellen auch erwähnt, große Fluchtgeschichten sind. Und ich möchte jetzt direkt damit anfangen, dass die Sophia uns ein bisschen erzählt, wie das in ihrer Familie ausgeschaut hat. Du bist ja eigentlich, deine Familie kommt ja eigentlich aus Deutschland. Ja, Andrea, gut, mein Großvater, meine Großmutter mussten von Deutschland flüchten, und zwar 1936 sind sie nach Uruguay gegangen. Mein Vater wurde auf der Flucht in Belgien, in Brüssel, geboren, war staatenlos, bis er 18 Jahre alt war. Meine Großeltern wollten eigentlich nach Argentinien, haben ein Schiff nach Argentinien genommen. Sie schauten sich Montevideo, Uruguay an für einen Tag, hat es ihnen gefallen, sie sind dort geblieben. Also was in diesem Jahrzehnte und später auch passiert ist, natürlich passiert heute noch, wo Leute auch nicht genau wissen, wohin sie gehen, wieso sie dorthin gehen, und sie müssen wieder neu anfangen. Und das ist natürlich für mich auch persönlich momentan, ich denke viel an meine Großeltern, weil ich denke mir, in der Ukraine, mein Großvater zum Beispiel war ein Optimist. Er, als Hitler an die Macht kam in 1933, dachte er, es würde nicht so schlimm werden. Und natürlich in welchem Moment, und deswegen denke ich an die Leute in der Ukraine, sagt man, jetzt muss ich weg. Jetzt ist es zu gefährlich geworden. Und wir haben das ja auch im Fernsehen gesehen. Am ersten Tag sind viele Leute ins Auto gehüpft und sind rausgegangen. Aber nicht jeder hat die Entscheidung dann gemacht. Viele sind natürlich noch in der Ukraine, die meisten. 3 Millionen von einer Bevölkerung von 40 Millionen sind weggegangen. In welchem Moment geht man weg? Und vor allem, wenn man zu spät weggeht, kann es noch sehr viel gefährlicher werden, aber auch, wo man ankommt, können die Leute vielleicht etwas müde sein, weil schon so viele angekommen sind und man schon so viel geholfen hat. Also die Ersten, die natürlich flüchten, haben vielleicht eine bessere Chance, auch einen Job zu erhalten, wo irgendwo anzukommen, mit mehr Solidarität.
Und ich denke viel an meine Großeltern in diesen Tagen, nämlich man möchte ja optimistisch sein. Man möchte auch nicht alles hinterlassen. Man hat so viel aufgebaut im Leben. Und es muss so fürchterlich sein für Millionen von Menschen heute in der Ukraine, aber natürlich auch in Syrien, wo ein Drittel der Bevölkerung aus Syrien ausgereist ist. Natürlich auch im Jemen, natürlich auch im Afghanistan, was wir auch überall in der Welt sehen. Und das sind sehr persönliche, sehr tiefe Entscheidungen, die wirklich nicht nur die eigene Generation, aber dann die nächsten Generationen für immer ändern. Ich wäre ja sonst nicht in Uruguay geboren oder überhaupt nicht geboren. Und ich selber dann im Jahre 73 in Uruguay ist eine Militärdiktatur angefangen. Und wir, meine Familie, mein Vater, meine Mutter, mein Vater war sehr aktiv in Menschenrechten, musste auch Uruguay verlassen. Und wir sind nach Deutschland, zuerst nach Tübingen. Von 74 bis 78 habe ich in Deutschland gelebt. Deswegen spreche ich Deutsch. Und zwar, weil ich in die Grundschule gegangen bin. Und wir waren auch der Flucht, bis die Demokratie wieder eingestellt wurde in Uruguay in 85. Ich war auch in Costa Rica in meiner Jugend. Aber wie gesagt, man überkreuzt die Meere, man überkreuzt, man versucht irgendwo wieder anzufangen und es ist wirklich nicht einfach. Natürlich ist es einfacher, wenn man zum Beispiel eine bessere Erziehung hat, dann hat man auch Möglichkeiten. Aber ich denke an die Millionen von Menschen und wären alle Menschen, die nicht in ihrem Heimatland leben, heute ein Land, wäre es, ich denke, das sechstgrößte Land in der Welt. Also es ist eine Millionen von Menschen, die heutzutage versuchen zu überlegen, ohne Social Capital, also ohne die Beziehungen, die man zum Beispiel in der Schule macht oder in der Universität oder in der Nachbarschaft, die immer eine Gelegenheit sind, auch einen Job zu halten, zum Beispiel Freunden von den Eltern oder all das ist ausgestrichen. Wenn man neu anfängt. Und man muss wirklich auf den eigenen Beinen stehen und versuchen, aus das Loch zu kommen. Und deswegen Migranten investieren ja so sehr in der Erziehung ihrer eigenen Kinder, weil sie wissen, das kann man mitnehmen. Und auch, man hat ja keine Freunde, man muss selber herauskommen. Und das ist so, so schwierig. Es ist auch eine Motivation für die Verbesserung. Also für meine Großeltern, meine deutschen Großeltern, die natürlich aus Deutschland ausreisen mussten. Natürlich wollten sie, dass mein Vater in die Universität geht. Und sie selber mussten ja zurückgehen. Sie konnten kein Spanisch, sie mussten neu anfangen und hatten sehr viel schlechtere Jobs als in Deutschland. Und das ist natürlich für viele Ukrainer wahrscheinlich heute der Fall. Viele Leute, die vielleicht Medizin studiert haben in der Ukraine und neu anfangen müssen mit kleinen Jobs. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Obwohl man seitens der EU diesmal den Zugang zum Arbeitsmarkt den Vertriebenen, wie sie jetzt auch heißen, aus der Ukraine, ermöglicht hat mit der Massenzustromrichtlinie, die erstmals aktiviert wurde europaweit, was einen als Europäerin ein bisschen stolz sein lässt, dann auch doch auf den großen humanitären Gedanken, der Gott sei Dank wieder zurück ist in allen Ländern, weil alle Länder, auch alle Osteuropäischen, zugestimmt haben. Und das Zurückgehen ist sicher ein Element. Das ist auch etwas, was derzeit schon in Österreich diskutiert wird, dass die Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen aus der Ukraine, möglicherweise Jobs annehmen müssen, auch aufgrund der Sprachbarriere. Braucht man sich nur für sich selbst vorstellen, wo sie dann einfach in einer niedrigeren oder in einer anderen Qualifikation arbeiten müssen. Es ist ein interessantes Phänomen, dass Fluchterlebnisse ja in den Familien auch tradiert und regelrecht vererbt werden, auch noch an die Generationen. Ich meine, du hast das selbst erlebt. Ich habe es nicht mehr selbst erlebt. Ich bin hier geboren, aber meine Mutter ist geflohen. Meine Großeltern sind geflohen vom Balkan damals, 1942.
Und meine Mutter hat Zeit ihres Lebens, ist sie das nicht losgeworden. Und die wollten damals weiterfliehen in die Vereinigten Staaten. Und meine Großmutter ist so schwer erkrankt in Wien, dass sie mit 48 Jahren an einem Schlaganfall gestorben ist. Ich habe auch 3 Onkel, die auf der Flucht geboren wurden. Also eine unheimliche Geschichte. Das wurde mir richtig so oft erzählt, dass ich wirklich glaube, manchmal ich war dabei. Und wenn du sagst, du denkst so oft an deine Großeltern, das muss auch ein bisschen mit dem Alter zu tun haben, das geht mir auch zunehmend so. Und dieses Staatenlossein, das haben wir ja so oft schon gesehen. Und mich hat das so erschüttert, wie ich in Jordanien war und Menschen aus Palästina, die nach Jordanien geflohen sind, genau vor 55 Jahren, so alt wie ich jetzt bin, und sagen, wir sind hier staatenlos seit 55 Jahren. Wir sind Gäste. 55 Jahre lang ein Gast sein. Das muss sich mal jeder, der hier zuhört, vorstellen, was das heißt. Du hast keinen Reisepass, du kannst nicht hingehen, wo du möchtest und musst aber trotzdem froh sein, dass du es überlebt hast. Das heißt, wir tradieren das in unseren Familien. Ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber es ist etwas, das echt weitergegeben wird. Das ist ja auch wissenschaftlich untersucht. Wie kannst du dich daran erinnern, hast du, weil meine Mutter hat immer gesagt, sie war ein Flüchtlingskind in Wien. Und sie hat es immer ganz schrecklich gefunden, wenn Menschen, die nicht ordentlich Deutsch gesprochen haben, dann halt ein bisschen diskriminiert wurden oder dass man auf die herabgeschaut hat, obwohl sie perfekt Deutsch gesprochen hat. Und sie hat immer auf das großen Wert gelegt, dass ich ordentlich spreche. Ist das bei dir auch so gewesen? Hast du die Idee gehabt, dass du ein Flüchtlingskind warst? Ja, absolut. Wirklich? Ja, absolut. Und in der Schule, ich erinnere mich, in Deutschland waren wir natürlich in der Klasse, ich war nicht die einzige Ausländerin und Flüchtling, waren wir 2 oder 3. Wir wurden ein bisschen anders behandelt von den Kindern auch selbst und man fühlt sich diskriminiert. Und natürlich, einige waren extra sympathisch deswegen und andere waren, ja, die sind niedriger als wir. Es gab beides, aber man war nicht normal. Also das Reguläre. Nicht das Reguläre. Und selbst also die extra sympathisch waren, das war auch toll. Aber man war dann nicht irgendwie normal gesehen, nicht wie jeder andere. Und es gab beide Extreme. Und dann, man fühlt sich immer beobachtet als anders. Und für ein Kind ist das schwierig. Und ich denke, deswegen mache ich auch die Arbeit, die ich heute tue. Und zwar, bei Care, was mich wirklich rührt, ist genau das. All diese Kindheit, Geschichten von Millionen von Kindern und Frauen, für die sich die Welt auch so anfühlt. Und ich denke, ich wollte schon immer diese Arbeit tun und ich war 25, als ich bei Care angefangen habe. Es ist schon vor 28 Jahren. Als ich in Kambodscha ankam und im Jahre 94 und sah, wie viele Schicksale auch so aussahen, aber noch viel schlimmer in vielen Fällen, weil ohne die Möglichkeit von Bildung wirklich in einer sehr, sehr tiefen Armut, nicht nur Flucht, aber sehr, sehr tiefe Armut. Ich wusste, ich wollte bei Care arbeiten und ich hätte nie gedacht, ich wäre so lange bei Care geblieben, aber ich bin wirklich stolz auf die Arbeit von Care in so vielen Ländern der Welt, 100 Länder. Wir haben 12.500 Kollegen, die vor allem auch von diesen Ländern sind, also sehr wenige internationale Kollegen, die irgendwo hinreisen, um die Arbeit zu tun, aber eher die Leute, die auch den Kontext verstehen und am besten wissen, was man in jedem Land machen muss, in Afghanistan, in Jemen, im Südsudan. Und ich denke, das ist wirklich eine enorme Stärke. Und interessanterweise, während der Pandemie, weil man auch nicht fliegen konnte, die Kollegen in jedem Land haben nicht nur mehr also Responsibility, Verantwortung, sondern auch Autorität, um Entscheidungen zu treffen und auch mit vielen Partnern
zusammenzuarbeiten, was auch sehr wichtig ist. Also es ist ja nicht nur immer nur Care, sondern wir arbeiten eng mit der Zivilgesellschaft zusammen und zusammen können wir wirklich sehr viel erreichen. Und das gibt mir auch Hoffnung, weil selbst in diesem wirklich fürchterlichen Moment in Europa und in vielen anderen Ländern der Welt, es gibt mir Hoffnung, dass selbst wenn es Kriege und Armut gibt, dass wir immer noch stärker zusammenarbeiten müssen und in Solidarität miteinander, damit wir eine andere Welt kreieren. Ich glaube, wir sind dazu gezwungen. Ich glaube wirklich, ich würde es ganz stark sagen, dass ohne neue Formen der Zusammenarbeit wir den Problemen, mit denen wir es zu tun haben, sei es der Klimawandel, sei es der globale Hunger, sei es die globale Anzahl an Konflikten, einfach nicht erfolgreich begegnen können. Du hast es gesagt, wir haben als CARE global 12.500 Mitarbeiter. Das ist eine beträchtliche Anzahl. Denken Sie bitte nicht, dass das ausschließlich Menschen wie Sophia oder ich sind. Das sind wirklich in jedem Land diejenigen, die für ihr eigenes Land etwas verändern wollen. Das sind Sozialarbeiter, das sind Wissenschaftler, das sind Controller, das sind Menschen, die sich mit den Finanzfragen beschäftigen. Das sind eine Vielfalt an Menschen, die genau wissen, was für ihr Land am allerbesten ist und wo man die Schwerpunkte hinlegt. Das ist eine Qualität von CARE und ich glaube, was auch eine Qualität von CARE ist, ich kenne unheimlich viele Kollegen und Kolleginnen, die selbst eine Fluchtgeschichte haben und die teilweise auch das erlebt haben mit CARE, die in einem Flüchtlingslager von CARE, denen geholfen wurde, die dann später studiert haben, wie wir gesagt haben. Auch mein Opa hat immer gesagt, lernen, lernen, Mädchen, das nimmt ja keiner mehr weg. Also das ist ein Klassiker in dem Bereich, die dann selbst studiert haben. Einer ist Arzt geworden und hat dann bei CARE gearbeitet. Ich meine, das sind wirklich Geschichten, die das Leben schrieb und nicht irgendein Drehbuch. Und man findet sie relativ häufig in unserer Mitte. Und ich glaube, das macht einen auch sensitiver und demütiger im Umgang mit der ganzen Thematik, die ja eine hochpolitisierte ist. Nicht nur in Europa, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Wir haben den Ukraine-Krieg schon angesprochen. Wir sehen, und die Medien sind nicht voll davon, aber in Österreich ist das schon ein großes Thema in der Zwischenzeit, dass die Auswirkungen auf andere Länder massiv sind. Das heißt, es wird Millionen Menschen mitreißen, das Unglück, das in der Ukraine stattfindet. Und du hast gestern auch erzählt, wie sich zum Beispiel auch die Sanktionen, die absolut notwendigen Sanktionen gegen Russland, aber auf Bauern in Ecuador auswirken, die jetzt plötzlich keine Bananen mehr oder keine Blumen mehr nach Russland verkaufen. Das geht jetzt hier nicht darum, hier Partei zu ergreifen, sondern einfach zu zeigen, was die Auswirkungen sind auf Kleinbauern am anderen Ende der Welt, wenn so etwas passiert. Wir sind alle betroffen, global, und das ist irgendwie genau frappierend. Es ist, und man spricht ja sehr viel zum Beispiel von Preisen von Mehl oder das Öl. Zum Beispiel, ja, Öl. Und auch, ja, zum Beispiel in Ägypten 80% des Mehles oder im Lebanon sind von Russland und der Ukraine. Aber wie du genau sagtest, das ist natürlich katastrophal. Aber wie du gerade erwähntest, Andrea, so viele von Arbeitsplätzen im Süden, Bananen, Schokolade, Kaffee, all das geht nach Russland und nach Ukraine. Und natürlich, das wird zum Beispiel in Ecuador, was ein kleines Land ist, könnten 50.000 Arbeitsplätze betroffen sein von Leuten, die, wenn sie nicht dieses Gehalt von den Bananen haben, sofort in Armut gehen. Also die wirklich kein soziales Netz haben. Es gibt da nichts. Also von einem Tag zum anderen kann man in Armut leben und nichts für die Familie haben, kein Gehalt. Und deswegen ist das ja wirklich so gefährlich, weil es gibt auch in einigen
Gesellschaften die Möglichkeit, noch zu überleben, weil der Staat hilft oder weil man einen Job hatte und wenigstens vielleicht für einige Monate noch etwas erhält. Aber für viele kleine Bauern im globalen Süden ist es entweder, man bekommt heute ein kleines Gehalt oder gar nichts. Und was das bedeutet im also ich mache mir schon große Sorgen, vor allem weil natürlich unsere ganze Wirtschaft total verknüpft ist momentan. Man kann, was immer in einem Land passiert, wird eine Folge woanders haben. Und das war vor 30, 40 Jahren natürlich nicht der Fall. Aber jetzt kann man sich gar nicht eine Welt vorstellen, wo man irgendwie, man drückt einen Knopf hier und woanders geht was schief. Also es ist ganz möglich, wir sind wirklich wie eine Spaghetti, also man kann nicht ein Spaghetti rausnehmen. Das ist die Welt heute mit Soße. Wir haben uns verknüpft, und wie wir studiert haben, Sophia, war die Globalisierung das Ziel. Das war das Ziel. Das wurde uns als besonders attraktiv geschildert und ich habe das auch geglaubt und ja. Aufgeschlossenheit war nicht nur en vogue, sondern das hat man sich bemüht. Das war klar, dass man im Ausland studiert, sofern man dazu die Möglichkeiten hatte, und das war etwas Tolles und Besonderes. Und jetzt zu sagen, na ja, wir kriegen das jetzt schwer auseinander, die Welt hat sich so ineinander verschränkt wirtschaftlich, ja auch deshalb, dass es keinen Krieg mehr geben sollte. Ich meine, wir sagen immer, wir haben in Europa 75 Jahre keinen Krieg gehabt. Ich sehe die Balkankriege sehr wohl als Krieg. Aber es war jetzt europaweit gesehen für weite Teile relativ sehr ruhig. Und das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Und das ist jetzt irgendwie 75 Jahre oder im 76. Jahr, nachdem CARE gegründet wurde, um Menschen im Zweiten Weltkrieg zu helfen, und zwar egal, auf welcher Seite sie gestanden sind. Das ist nämlich der humanitäre Imperativ, der heute auch immer mehr diskutiert wird. Der humanitäre Imperativ sagt, man hilft allen Zivilisten und fragt nicht groß nach, sondern alle bekommen das, was zum Überleben notwendig ist. Und dass das jetzt im 76. Jahr nach der Erfindung des in Österreich immer noch sehr berühmten CARE-Pakets wieder ausbricht, und zwar so menschenverachtend, jeder Krieg ist das, aber das ist wirklich auf europäischem Boden, dass man die Zivilbevölkerung malträtiert und alles kaputt macht, was der Zivilbevölkerung das Leben gesichert hat, das ist mehr als ein Schlag ins Gesicht von jedem, der auch nur einen Funken Humanität in sich hat. Und das wird weite Kreise ziehen. Und es ist etwas, das uns vor erneut enorme Herausforderungen stellt und vor allem die Menschen, die in einem Land wie Jemen oder in Afghanistan, wir haben die Bilder wahrscheinlich schon vergessen, die uns vor ein paar Monaten noch irrsinnig schockiert haben, wie die Menschen sich in Flugzeuge gedrängt haben, um Afghanistan verlassen zu können. Aber das sind die eigentlichen Herausforderungen. Wie bewältigen wir als zivile, globale Gesellschaft all diese Themen? Weil das ist viel zu groß für CARE allein, viel zu groß für alle NGOs dieser Welt. Sondern wie können wir das als zivile, globale Gesellschaft, wie können wir dem begegnen und wirklich das in was Konstruktives umwandeln? Ich denke, wir haben einiges gelernt, auch wegen der Pandemie. Und zwar, man hat uns verkauft, wir müssen globaler sein. Und ich denke, wir haben auch gelernt, dass zum Beispiel, ja, wir müssen auch in näher pflanzen und auch selber versuchen, nicht nur von einem anderen Land abzuhängen. Und das ist auch sehr wichtig, auch für Lateinamerika, auch für Afrika, wo man sehr viel Rohstoffe, Exporte gemacht hat, aber nichts selber produziert für zum Beispiel industrialisieren. Also ich denke schon, das ist wichtig. Wir haben das schon mit Corona gelernt. Und ich denke, jetzt zeigt das sich noch einmal, dass wir können nicht von einem ganz anderen Land sehr weit irgendwo total abhängen. Man muss wirklich auch autonomischer sein. Ich denke, da ändert sich schon etwas mit in der Perspektive, im Blickwinkel. Und wie gesagt, ja, das humanitäre Imperativ, ich denke, man muss noch kämpfen, damit es wirklich noch
nicht nur begriffen wird, aber auch bleibt. Nämlich diese Regeln, selbst im Krieg gibt es Regeln, sind wirklich der Unterschied zwischen Humanity und Humanism und barbarisch zu agieren. Weil was wir sehen, ist wirklich jetzt absolut barbarisch. Und ich denke, wir brauchen einfach mehr Leute, die sich darüber kümmern und die auch sagen, das ist absolut wichtig, nämlich selbst im Krieg gibt es Regeln und man muss die Zivilbevölkerung unterstützen. Und ich denke, wir müssen weiterhin dafür kämpfen. Dass es jetzt momentan nicht so ist, bedeutet, dass der Kampf nicht zu Ende ist. Wir müssen weiterhin wirklich diese Werte unterstreichen und in unseren Schulen, in der Erziehung, überall mitteilen. Und natürlich ist das absolut wichtig, heute und immer. Und einfordern, weil es war noch nie so gefährlich wie in diesen Zeiten, nicht wegen der Ukraine, bitte, als humanitärer Helfer tätig zu sein. Das zeigt uns auch schon in den letzten Jahren eine Entwicklung, dass das immer weniger respektiert wird. Wir sehen es, wir haben es in Syrien gesehen, wir sehen es jetzt in der Ukraine. Die sogenannten humanitären sicheren Routen, die werden immer weniger ermöglicht und es hält auch sehr oft nicht. Das ist ja nicht nur, dass Menschen fliehen können, sondern auch, dass humanitäre Güter, Hilfsgüter zu den Menschen gebracht werden können. Und die Spielregeln, dass man die kennt, dass man auf die hinweist und dass sie eingehalten werden, das sehe ich auch eine Kernaufgabe einer Organisation wie CARE. Genau, als ich bei CARE angefangen habe, und zwar in Kambodscha, wie ich erwähnte, es war genug, die Khmer Rouge waren noch tätig, aber es war genug, eine Weste von CARE zu tragen. Und du warst geschützt. Und man hat sich geschützt gefühlt. Ich durfte. Ich war in Afghanistan in den 90er Jahren unter den Taliban und ich konnte Afghanistan besuchen und jetzt ist das einfach nicht mehr der Fall. Die Weste ist nicht gut genug. Man muss wirklich, wir müssen zum Beispiel in den ersten 10 Jahren bei CARE musste ich nicht in ein Security Training. Also was macht man, wenn man zum Beispiel gekidnappt wird? Das haben wir alle schon lange absolviert und wir mussten das wirklich üben, weil es gibt Länder, da ist das durchaus an der Tagesordnung. Genau. Und das ist wirklich was Neues. Also was wir in den 90er Jahren dachten, wie die Welt aussehen würde, hat sich total geändert. Also von einer ökonomischen Perspektive, aber auch von den Werten, die dabei sind in der humanitären Hilfe. All das hat sich geändert. Es ist wirklich a new world order. Also es sieht wirklich sehr anders aus momentan. Wir müssen auch sehr flexibel sein und unsere Arbeit deswegen anders ausführen und darüber nachdenken, wie wir als humanitarian player wirklich weiterhin helfen. Und es gibt mehr Arbeit. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie viele Indikatoren jetzt schlechter geworden sind in der Welt, also mehr Hunger, mehr Armut. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren. All das wird schlechter und auch die Lage ist komplizierter. Und das natürlich müssen wir kreativer sein, eher digital sein. Zum Beispiel, wie können wir Cash Transfers machen? Und zwar durch, und das geht. Also wir können auch kreativer sein, damit wir weiterhin Leute helfen auf eine andere Weise, auf die wir nicht gewöhnt waren. Und es gibt ja heutzutage Mittel, die es uns erlauben, auch anders in Aktion zu sein. Das ist ein schönes Beispiel, wie auch eine globale, große Hilfsorganisation wie CARE sich ständig weiterentwickelt und weiterentwickeln muss. Und was wir unbedingt brauchen, ist nicht nur das Vertrauen unserer Spender und Spenderinnen, sondern auch wirklich die konkrete Unterstützung. Denn mit ihrer Spende, mit deiner Spende ermöglichst du, dass CARE humanitäre Arbeit überhaupt erst leistet. Und ich hoffe, dass all diejenigen, die sich den heutigen Podcast mit unserer Generalsekretärin Sophia Sprechmann angehört haben, jetzt eine bessere Idee haben,
wie eine Organisation wie CARE den globalen Herausforderungen begegnet. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir auch durch diesen Podcast mehr und mehr Unterstützerinnen und Unterstützer für unsere so wichtige humanitäre Arbeit bekommen. Liebe Sophia, vielen Dank für deinen Besuch in Wien. Alles Gute. Ich danke dir, Andrea.